Es ist der 19.07. Wir drehen den 66. Teil der Bänderriss-Serie. Sag mal, wie hieß denn das eigentlich bei Raumschiff Enterprise? Jetzt war einmal. Das war einmal, ja, okay. Nee, leider ist das nicht gewesen. Das ist immer noch Fakt. Also, das hier ist ein Bänderriss und durch einen lächerlichen kleinen Umknickunfall gleich alle drei Bänder gerissen. Und nach 66 Tagen gucken wir uns mal an, wie das heute aussieht. Nach wie vor, ich kann also auf gerader Ebene vor mich hinschlurfen, hinknien und so. Geht nicht, es zieht auch immer noch. Ausbacken. Da ist er. Da ist er. Mach mal bitte. Ach so, mein Krankenbruder, da ist er. Wie gehabt, kein Knöchel. Da ich sehe eine Färbung hier. Ja, leicht. Leicht gelb. Also bei mir hier oben sieht das auch ein bisschen dunkler aus, wenn nicht nur gelb. Und hier ist diese feste Partie, die ist weiterhin fest. Ich vermute da die Bänder. Hier sind jedenfalls keine Bänder mehr, weg ist. Und hier ist diese ja weiterhin berührungsempfindlich und auch. Haben wir ja gestern schon gemacht. Auch Wasser, wo ich mich ja gestern, obwohl gestern war es ein bisschen schwerer, ja, ein bisschen schlimmer. Also es kann nicht an der Ernährung liegen. Was habe ich gegessen? Ich habe einen Salat gegessen. Mit Rucola-Salat, mit Feldsalat, eine Tomate drin, ein paar Gurkenscheiben, eine Paprika und ein paar Lauchringe. Alles frisch. Ich hatte da Bertolli Olivenöl, bisschen Essig, Salz, Kurkuma und Cayennepfeffer. Und getrunken habe ich Wasser, Kaffee und Pfefferminztee, alles ohne Zusätze. Also es kann nicht am Essen liegen. Ich kann es eigentlich nur mit der Wärme in Verbindung bringen. So, hier ist auch, dass da, was mal ein Knöchel war, das sind jetzt nur, sehen wir hier nur ein paar Adern. Hier ist keine Wassereinlagerung, soweit ich das einschätzen kann. Das macht mir einen normalen Eindruck. Also die Flüssigkeiten befinden sich hier. Vielleicht braucht der Körper auch diese Flüssigkeiten, um hier zu reparieren. Ja, folglich sehen wir uns dann also morgen. Tschüss.